Moin, hier ist Dr. Du. So, was fehlte noch bei meinem Model Y? Ja, ich hatte das beim Model 3 ja auch schon gemacht. Das Video verlinke ich mal hier oben mit den extra Türdichtungen. Für alle Kritiker gleich vorab, ja, bei so einem teuren Auto sollte eigentlich ein doppelter Dichtungssatz generell dabei sein. Ja, wie bei Skoda, bei Audi, sonst was. Hat man hier nicht. Und da ich immer keine Lust habe, hier in den Seiten das alles zu putzen, weil das wird ganz schön dreckig, dann, also bis die Originaldichtung quasi kommt. Da habe ich mir wieder so einen Klebesatz besorgt, hier fürs Model Y diesmal. Da gibt es leider nicht so viel Auswahl. Ich habe jetzt bei Amazon einen bestellt, verlinke ich unten, hat mich nicht so ganz überzeugt. Aber schauen wir mal und alles weitere nach dem Intro. So, was wird da alles geliefert? Das heißt, hier, man hat hier so eine Mini-Anleitung mit einem kleinen QR-Code zu einem Video. Das Video zeigt aber ein Model 3 und kein Y. Das ist schon mal ein bisschen murksig, weil die Dichtungen doch ein bisschen anders sind als beim Model 3. Naja, und ihr habt hier die ganzen verschiedenen Typen der Dichtung. Für jede Tür ist markiert. Dann habt ihr diese Primer, die man vorher ja auftragen muss, damit der Kleber entsprechend sich da gut anhaftet. Und ja, für Kofferraum und für den Frank. Ja, wichtig, die Stellen erstmal ein bisschen sauber putzen. Meiner war noch super sauber, nicht? Also da brauchte ich jetzt gar nicht, nur ein bisschen Regenwasser war da noch zu finden. Die Auslassstellen immer ganz wichtig, nicht mit der Gummidichtung abdecken, sodass das Wasser da noch rausfließen kann. Nachher habt ihr da so eine Staunässe und dann fängt das nachher an zu gammeln. Ne? Das will ja auch keiner. Also ganz wichtig, diese Löcher immer offen lassen. Ja, dann in der anderen Seite entsprechend auch hier ein bisschen putzen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, nun sehen wir hier die Dichtung für den Frank vorne. Kann man ja entweder da am Kotflügelüberstand montieren oder direkt an der Motorhaube. Ich würde es definitiv an der Motorhaube machen, weil sonst kriegt man hier Probleme, nachher diese Kunststoffteile zu entfernen, wenn die Dichtung da so drüber sitzt. Ne? Ich habe es jetzt erstmal nicht montiert, weil ich wollte erstmal noch beobachten, wie das Wasser abläuft. Dafür kenne ich das Auto noch zu wenig, weil ihr seht hier, das von der Scheibe fließt darunter, aber hier gibt es auch ein zusätzliches Loch. Wenn das jetzt rüberschwappt und darunter läuft, dann würde ich mit einer Gummidichtung im unteren Bereich den Wasserablauf verstopfen. Also da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. So eine Kofferraumdichtung war ja auch dabei. Die hätte man hier so reinkleben müssen. Aber das Model Y hat ja hier an der Seite, ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist gegenüber dem 21er. Vielleicht ist das neu. Hier seht ihr so eine Dichtungsleiste, ne? Guck mal. Hier nochmal so ein Stück. Und das würde quasi jetzt hier so reinkommen und dann hier so runterlaufen. Das war hier so drin. Ja, so war das gedacht. Ja, das braucht man aber nicht mehr, weil jetzt ja hier diese Gummidichtung ist. Das heißt, ich könnte noch hier mir überlegen, hier ist auch noch ein Stück. Ja, das zeige ich mal. Dieses hier könnte man jetzt hier noch so ranmachen. Aber ich finde hier mit der dicken Gummidichtung vollkommen ausreichend. Die Tür klingt auch recht satt. Also hier seht ihr das auch. Guckt mal. Ja. Ja, also der klebt hier gar nicht so richtig. Ja. Da weiß ich nicht, ob das wirklich lange hält. Ja, das kann sein, dass es hält, weil es ist eine Doppelklebedichtung. Aber ob das so ist, ich weiß noch nicht. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber sonst sieht es gut aus hier. Und ich habe hier den Dreck nicht mehr hier in der Tür. Die Tür klingt nicht mehr so klappernd, das heißt beim Zuschlagen, Achtung, Geräusch ist satter. Die Tür war jetzt schon länger zu, aber man sieht hier, das klebt nicht richtig. Ne? Aber gucken, ob das jetzt so empfindlicher ist. Beim letzten Mal beim Model 3 war das deutlich besser. Und hier, guckt mal die Ecke, die steht hier komplett vor. Das ist total scheiße. Aber gut, wenn der Rest klebt, dann klebt es. Ne?
Hier seht ihr nochmal schön lang die Linie. Und wie gesagt, immer hier unterhalb vom Wasserablauf sitzen. Ja, hier sieht das ganz gut aus. Hier ist es besser. Ja, das ist gut verklebt. Das sieht gut aus. Ja, klasse. Ja, kleines Fazit. Die Verarbeitung ist ja wie immer, nicht? Also ganz schnell angebracht hier. Ich sag mal, keine 30 Minuten. Eben diesen Primer aufgetragen, vorher geputzt und draufgeklebt. Ne? Und so gut es geht halt möglichst gerade. Schauen, dass die Entwässerungslöcher frei bleiben. Das ist ganz wichtig. Und dass das alles vernünftig klebt. Aber ihr habt ja gesehen, hier ist das nicht so ganz so gut. Also bei Model 3, das war es wirklich gut. Und das war irgendwie auch ein dünnerer Kleber. Jetzt ist das so ein bisschen dickere Klebewulst da. Ich weiß nicht, ob das so pralle ist. Mal schauen, wie das den Winter übersteht. Sonst fliegt das wieder raus, nicht? Also für das Geld hier ist das dann akzeptabel. Beim Frunk, wie gesagt, habe ich ja erzählt im Video, warum ich es nicht gemacht habe. Und hinten hat man jetzt diese extra Dichtung an der Seite. Und ob ich das dann wirklich am großen Bogen brauche, damit dann unten das Metall sauber bleibt. Ach, weiß ich nicht. Braucht man nicht, glaube ich. Ne? Das ist über. Ne? Und ich schaue mal, also die Türen klingen jetzt ein bisschen satter. Und wir gucken mal während der Fahrt, ob es dann auch ein bisschen leiser ist. Ja, in der Tat ist es so wie beim Model 3. Das heißt, die Geräusche sind ein wenig gedämpfter. Das heißt, man hat nochmal den Eindruck, es ist ein wenig leiser in dem Auto. Obwohl das Model Y wirklich sehr, sehr leise ist. Und ich habe das ja noch gar nicht erzählt, auf meiner ersten Fahrt, wo ich die Winterreifen nach Hamburg verkauft habe, war ich auch zurück beim Supercharger im Bosthausen-Laden und da war es arg nebelig, ja. Und auf dem Rückweg zur A1 wieder, da ist ein fest installierter Blitzer. Den habe ich aber nicht im Kopf gehabt, war ja auch alles nebelig. Wupp, war ein rotes Licht zu sehen und mal gucken, ob ich dann jetzt das Ticket bekomme. Also das war der Hammer, weil ich fahre mit dem Wagen hier, mit dem Model Y wirklich immer zu schnell. Das ist tatsächlich so, weil das doch so viel leiser ist als das Model 3. Und jetzt, wie gesagt, durch die Türdichtung noch mal ein bisschen gedämpfter. Also ich freue mich, wenn jetzt kommt das Schmuddelwetter, Winter, Herbst hier entsprechend und dann bleibt das in dem Bereich immer sauber. Und dafür lohnt sich die ganze Aktion aus meiner Sicht. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.